Der DAX hat ein großes Talent. Er neigt dazu, ein bisschen spät bei der Party der anderen zu erscheinen. Und so hat der DAX letzte Woche nochmal richtig Gas gegeben. Nur ganz, ganz knapp an seinem Allzeithoch vorbeigeschrammt. Aber wer zu spät auf die Party kommt, der sieht dann, dass die anderen schon im absoluten Vollrausch sind. Die anderen ist vor allem die Wall Street. Und während die Wall Street eigentlich den großen Korrekturbedarf hat, ist der DAX heute besonders schwer getroffen, der gar nicht so viel Korrekturbedarf hat, weil einfach die Bewertungen nicht so absurd hoch sind wie an der Wall Street, aber sei es drum, es ist eben wie es ist und der DAX musste heute ziemlich federn lassen. Schauen wir uns diese Geschichte mal an, was ist da im europäischen Vergleich zu sehen, DAX minus 2,8%, der französische Index minus 2,4%, der FTSE, der englische Index nur minus 1,8%. Erstaunlich, dass also die Briten, die eigentlich ja jetzt im Fokus stehen aufgrund dieser Corona-Mutation, weniger im Minus sind als der DAX, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass das britische Pfund heute ziemlich runtergeknallt ist. Und das ist gut für die Unternehmen im FTSE, denn die machen ja viel Geschäft im Ausland und eine schwache Währung ist da positiv. Spanische IBEX minus 2,8% und der italienische MIB 40 minus 2,4%. Also der DAX ist bei den Schlusslichtern mit den Spaniern dabei. Das hat richtig reingeknallt. Wer zu spät kommt, den bestraft manchmal das Leben, so hat ein russischer Philosoph ja gesagt. Wenn wir uns mal diesen Chart hier unten anschauen, dann sehen wir, der DAX ist jetzt im Grunde wieder in dieser Seitwärtsrange, aus der er ja eigentlich letzte Woche ausgebrochen schien. Jetzt sind wir wieder in dieser Range seit Juni bis November, kann man sagen. Mal gucken, wie der Index sich jetzt weiter verhält. Die Amis denken sich, ja, das Virus, damit haben wir nichts zu tun, gell? Die Amerikaner sind auch eine der ganz wenigen großen Nationen, die ihre Grenzen offen lassen für Flüge zum Beispiel aus Großbritannien. Das ist im Mindesten erstaunlich. Haben wir es hier mit einem englischen, mit einem britischen Virus zu tun? Wohl nicht. Hier ein Kommentar auf Finanzmarktwelt, den ich denke oder von dem ich glaube, dass er wirklich sinnvoll ist, dass er was auf den Punkt bringt. Glaubt jemand wirklich, das mutierte Virus sei ein englisches Problem? Die Engländer haben es zuerst bemerkt oder als erste bekannt gemacht. Es ist wie anfangs der Pandemie, wo man meinte, es sei nur ein Problem der Chinesen. Ich habe mich schon damals gewundert, so der Kommentar, dass niemand von anderen Ländern gesprochen hat. In einigen Tagen werden wir wissen, dass auch das mutierte Virus grenzenlos ist, mindestens so grenzenlos wie die Euphorie der Börsianer. Ein schöner Satz am Ende, wie ich finde, er bringt es so ein bisschen auf den Punkt. Die Amerikaner, die sind ein bisschen unter Druck gekommen, vorbörslich, aber dann holt man wieder auf, ist klar, was haben wir damit zu tun? Man lebt ein bisschen in einer eigenen Welt, dass das ein amerikanisches Problem werden könnte mit einer schnelleren Zirkulation, weil eben dieses mutierte Virus offenkundig ja infektiöser ist als das herkömmliche Virus. Die scheren sich darum nur wenig. Wir haben dann auch diese Brexit-Thematik, was Großbritannien betrifft. Jetzt hat man nochmal gesagt, ja, diese Transition Period, also diese Übergangsphase, die endet am 31. Dezember vor in Pressekonferenz von Boris Johnson in Sachen mutiertes Coronavirus, wurde er nochmal gefragt, ja, wie schaut es denn aus jetzt mit dem Deal, also zwischen der EU und Großbritannien, hat er gesagt, also wir wollen schon einen Deal, aber wir können mit der australischen Lösung, also dieser Lösung, dass es eigentlich keine Lösung gibt, dass dann Zölle bestehen, können wir gut leben, gar kein Problem. Also er vermittelt im Mindesten den Eindruck, als müsste er keinen Deal machen und sagt dann eben wieder hier Fischerei, das sind unsere Gewässer, da wollen wir die Hoheit haben und da können wir nicht zurück. Also das wird eine schwierige Geschichte, es sieht nicht so aus, momentan zumindest, als würde es da eine Einigung bekommen. Ohnehin ja die Frist des Europäischen Parlaments verstrichen. Die können kaum noch jetzt irgendwie ein solches Vertragswerk, wenn es denn zustande käme, überhaupt noch beurteilen. Und kommen wir nochmal nach Deutschland zurück hier. Das Geschenk Hamburgs an die Welt. Olaf Scholz, den ich schon in Altona, als ich dort noch wohnte, beim Joggen öfter gesehen habe. Da habe ich mir schon gedacht, mein Mann, aus dem Jungen wird noch mal was, so ehrgeizig und verkrampft, wie der gelaufen ist, geht der Olaf da immer wie so ein Boxer eigentlich ist der gelaufen. Also es war so ein Boxlauf, könnte man sagen. Jetzt kommt der Scholz-Irrsinn, wie mein Kollege hier getitelt hat auf Finanzmarktwelt am 1. Januar. Verlustverrechnung nur noch bis 20.000 Euro möglich. Zunächst sollten es ja nur 10.000 Euro sein, also dass man nur Verluste anrechnen kann im Volumen von 10.000 Euro, während Gewinne unbegrenzt besteuert werden. Also in unbegrenzter Höhe die Gewinne. Und immerhin gibt es jetzt so ein paar Zuckerl, dass man sagt, okay, wer dann mehr Verlust macht, der kann dann in den Folgejahren das möglicherweise noch zum Anschlag bringen. Aber es ist natürlich etwas, was die Aktienkultur in Deutschland nicht gerade
stärken dürfte, wenn man es mal so formuliert. Und nicht gestärkt geht auch Europa insgesamt aus dieser Corona-Krise hervor. Hier sehen wir mal ein Schaubild von Hans-Werner Sinn aus einem sehr interessanten Vortrag, der auch bei Finanzmarktwelt zu sehen ist, über die Gelddruckerei in der Eurozone. Hier sehen wir die Verschuldung, die jetzt ja leicht gestiegen ist im Rahmen der Corona-Krise. Und diese Verschuldung, die wird ermöglicht durch deinen Freund und Helfer EZB. Der kauft das auf über die Banken oder die Banken kaufen es auf und 10 Tage später kauft dann die EZB von den Banken. Und das ist natürlich keine Staatsfinanzierung, meine Damen und Herren. Wer das behauptet, ja, der wird sofort in die Privatwohnung von Olaf Scholz quarantiniert. Und das will keiner. Das kann ich Ihnen versprechen. Schauen wir uns hier mal noch ein paar Dinge aus den USA an. Wie gesagt, die Amerikaner, spritzig, freundlich, gell, die haben jetzt Stimulus bekommen. Es hat zunächst mal nicht so wahnsinnig viel geholfen. Im asiatischen Handel ging es zunächst mal gut los, aber dann ging es auch ein bisschen runter. Am Freitag waren wir bei 185% Market Cap zum GDP, also Marktkapitalisierung der amerikanischen Aktienmärkte in Relation zum BIP. Highest ever, gab es noch nie höhere Stand. Der Amerikaner gönnt sich was, ja, der macht anständig Schulden, der hat einen Spitzenaktienmarkt jenseits aller Bewertungskriterien. Es ist ja im Prinzip auch so, dass die große Blase dieser Zeit ist ja zu sagen, Bewertungen spielen keine Rolle mehr. Das ist sozusagen das Blasenmantra, das aktuell der Fall ist. Dementsprechend sieht man auch darin kein Problem. Genau das hat ja Jerome Powell auf der letzten Pressekonferenz auch gesagt, als er gefragt wurde, naja, wie schaut es denn mit den Bewertungen aus? Naja, wenn der Zins auf Null ist, gell, dann ist ja eigentlich nichts zu teuer. Na, also Hauptsache Zins bei Null, dann, na, also wenn ich einen Computer bei Mediamarkt kaufe für Null Zinsen, na, für den Kredit, dann kann der auch 5.000 Euro kosten, gell, das ist ja kein Problem. Na, kaufe ich, na, 0% Zinsen, ich kaufe. Also die Logik stimmt hinten und vorne nicht. Was haben wir noch? Wir haben wieder wahnsinnige Zuflüsse in die Aktienmärkte, speziell hier bei ETFs zum Beispiel. Und 72% davon fließen in Aktien-ETF, Index-ETFs. Also, und da sieht man, da ist eine gewisse Euphorie erkennbar, gerade bei den Small Caps. Hier sehen wir nochmal die Umfrage der Bank of America. Gefragt werden hier die großen Investoren, naja, was bevorzugst du? Und dann ist die Quote dessen, was hier Small Caps in Relation zu Large Caps, also diese Nebenwerte, wenn man so will, die kleinen Werte, die sind extrem gesucht. Und das angesichts einer Situation, dass es gerade den Small Caps nicht wirklich gut geht. Hier sehen wir mal die Employment Situation, also die Beschäftigung, wie viel Beschäftigung gibt es dort, und wir sehen, ist deutlich rückläufig. Da wird dann oft kleine Pause gemacht, wie bei Thanksgiving. Saisonkräfte werden dann nicht mehr beschäftigt über die Feiertage, ist klar, aber jetzt sehen wir, geht die ganze Geschichte wieder runter. Insgesamt nach wie vor extrem bullische Stimmung, und das ist der Grund, warum diese Märkte anfällig sind, warum eigentlich auch die Wall Street sehr anfällig ist, eben weil alle All-In sind. Investoren sind All-In, Hedgefonds sind All-In, Analysten sind extrem bullisch, man könnte die Reihe weiter aufzählen, hier vor allem die NAAIM Exposure, also das ist die Exposure, also das, was die Vermögensverwalter am Markt laufen haben, und da ist man dickst investiert, über 100%, weil man eben auch zum Beispiel über Optionen gehebelt vorgehen kann, und das in einer Situation, wo jetzt das erste Mal in diesem Jahr wieder mehr Aktienangebot ist. Durch die Aktienrückkäufe ist in den letzten Jahren ja das Angebot an Aktien immer mehr verknappt worden, und das hat natürlich einen schönen Effekt, der Gewinn pro Aktie steigt, Earnings per Share, und das ist sozusagen die Augenwischerei. Hier sehen wir mal, dass der Gewinn seit dem Jahr 2011 der Unternehmen oder die Umsätze sind um 43% gestiegen, der Gewinn dagegen der Unternehmen um 276%, aber der Gewinn pro Aktie, das heißt, das reflektiert einfach die Situation, dass weniger Aktien draußen sind. Und warum kaufen die Unternehmen eigene Aktien zurück? Da gab es eine Umfrage des Wall Street Journal unter Führungskräften der Unternehmen, ja, man möchte die eigenen Aktienkurs beeinflussen, antworteten 93%, das ist der Fall, denn die Boni hängen am Aktienkurs oft. Man hat Outside Pressure, man hat Druck von außen, die Analysten sagen, ja, kauf doch mal deine eigenen Aktien zurück. Man hat Inside Pressure, man hat also einen inneren Druck innerhalb des Unternehmens auch, man will die Ziele übertreffen, also die Gewinn pro Aktien Ziele. Wenn man dann einfach weniger Aktien draußen hat, dann wird das leichter.
Und. Also hier gibt es verschiedene Gründe und hier sind auch ein paar Methodiken nochmal aufgeführt, wie man das Ganze noch ein bisschen optisch aufhübschen kann, um es vorsichtig zu formulieren. Da zeigt sich zum Beispiel, dass die Earnings oft nicht mit dem Cashflow wirklich übereinstimmen, dass viele Dinge nicht wirklich schlüssig sind, aber das spielt keine Rolle, denn die Analysten sagen dann, das kannst du kaufen, die Investoren sind im Anlagenotstand und kaufen sowieso alles und so ist das eine Maschinerie, die sich sozusagen von selber ernährt. Und insgesamt jetzt ja eigentlich diese Stimulusgeschichte. Ich hatte es schon angesprochen, in den USA interessanterweise ist jetzt schon kurz nach Mittag Ostküstenzeit USA und es gibt immer noch keinen Text zu dieser Covid Relief Bill, also zu diesem Stimulus Ding, was uns heute ja versprochen wurde, dass es heute dann auch von US-Senat und Abgeordnetenhaus dann abgestimmt wird, aber bisher gibt es noch nicht mal einen Text dazu, also würde mich nicht wundern, wenn es heute nicht klappt, vielleicht wird es später am Abend, keine Ahnung. Hier sehen wir nochmal, diese 900 Milliarden Dollar ist das zweitgrößte Stimulusprogramm der US-Geschichte, aber so sagt Heather Long von der Washington Post hier, diese Verzögerung, das hat ja wirklich lange gedauert, hat wohl 8 Millionen Amerikaner in Armut gebracht. Die sind jetzt unter die Armutsgrenze gefallen und vor allem diese Hilfen, die sind jetzt nicht sehr langfristig angelegt, oft nur bis März. Wir haben keine direkte Hilfe für die Bundesstaaten und die Lokalverwaltungen und wahrscheinlich wird dann das nächste Stimulusprogramm aufgelegt werden müssen. Das ist sozusagen eine never-ending story. Wenn wir uns mal anschauen, wie die Verteilung ist dieser Gelder, sehen wir hier vor allem Small Businesses, 325 Milliarden Euro, Dollar sollen da reinfließen. Mnuchin war heute im Interview, hat da von den Restaurants gesprochen, die seien richtige Jobmaschinen, da seien viele Jobs. Direct Checks 166 Milliarden Dollar, also diese 600 Dollar pro für jeden Amerikaner, Vaccines, Unemployment Benefits, dann Airline Industry. Also wir sehen, hier gibt es ein breit gefächertes Maß an neuen Schulden, die gemacht werden. Und hier Mnuchin heute, wie gesagt, dann auf CNBC, wurde vorher extra angekündigt. Da hat man gedacht, naja, vielleicht sagt er jetzt was zum Virus. Nein, aber nein, er hat nur wieder mal zur Situation gesprochen. Interessant war in diesem Interview, das unter anderem Jim Cramer geführt hat, dass er gefragt wurde, ja, war wahrscheinlich jetzt das letzte Mal, dass wir uns gesprochen haben, das letzte Interview, weil ja die Amtszeit von Donald Trump, jetzt mal alle Trumpisten weghören, endet am 20. Januar, vermutlich, gell? Also deswegen auch Mnuchin vielleicht das letzte Mal hier im Interview und hat gesagt, ja, ich arbeite gut mit dem Transition Team zusammen, ich arbeite also mit den Leuten von Biden, zum Beispiel mit Janet Yellen, schon gut zusammen, um ihr die Amtsgeschäfte zu übergeben. Also Mnuchin hat nicht gerade den Eindruck hinterlassen, als würde er an der Machtübergabe an Joe Biden in irgendeiner Form einen Zweifel haben. Und der Dollar ist trotz dieser neuen Verschuldung heute zwischenzeitlich sehr, sehr stark gestiegen. Stärkster Anstieg seit Juni. Hat sich so ein bisschen seit längerer Zeit angekündigt, dass da was kommen kann. Dann sind diese Gewinne mit Anstieg der Wall Street wieder ein bisschen abgegeben worden des Dollars. Aber darauf muss man achten, das wird ein wichtiger Punkt, ob der Dollarindex, der hier abgebildet ist, nicht vielleicht doch der Indikator dafür ist, dass es nochmal schwierig wird jetzt in dieser Woche, dass es nochmal rumpelt. Wir werden sehen, die Wall Street muss es und wird es vielleicht retten. Der DAX wird es aus eigener Kraft nicht schaffen, weil er sozusagen ein bisschen spät, ein bisschen zu nüchtern auf die Party der Vollberauschten gekommen ist. Das kann dann manchmal nicht gut funktionieren, wenn man dann mit total besoffenen Lallenden sich unterhält und ist noch einigermaßen klar im Kopf. Das ist keine gute Kombination. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao.